Auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser erfolgreichen Organisation und herzlichen Dank dafür, dass er sich diese große Mühe jetzt schon das zweite Mal macht, eine so wichtige Veranstaltung ein Jahr lang vorzubereiten und dafür wirklich einen maximalen körperlichen und geistigen Input liefert. Also das ist eine großartige Sache und wir Pneumologen, die wir hier da sein dürfen, sagen Ihnen, Herr Lingemann, da ganz herzlichen Dank dafür. Mein Freund Klaus Kenn hat mir hiermit heraufgegeben den eigentlich sehr pointierten Satz: Weißt du eigentlich, was die teuerste Erkrankung ist, mit der wir es zu tun haben? Und die Antwort darauf heißt, es ist die Non-Compliance. Es ist eigentlich genau das, was wir jetzt auch zu besprechen haben oder wir miteinander besprechen wollen, nämlich der Umstand, dass Therapien und auch Behandlungsvorschläge nicht umgesetzt werden aus verschiedensten Gründen. Und das wissen wir aus verschiedenen Untersuchungen, dass nur ca. 30-50%, meine Damen und Herren, von all dem, was wir mit Ihnen besprechen oder Sie mit uns auch bereden, dass 30-50% dieser Empfehlungen dann zu Hause eigentlich nicht mehr weiter umgesetzt werden. Und das ist natürlich eine Situation, die nicht sehr befriedigend ist. Und ich denke, wenn Sie zu Hause vor Ihrem Inhalator sich befinden, Sie zu Hause Ihre Medikamente vor sich liegen haben, dann passiert ganz unterbewusst bei Ihnen ein Vorgang, in dem Sie sich überlegen, tue ich das jetzt, tue ich das nicht. Sie identifizieren sich entweder mit dem, was jetzt ansteht an Behandlungsmaßnahme oder nicht. Und mit dieser Identifikation, die Sie in diesem Moment betreiben, identifizieren Sie sich im Endeffekt auch dann mit dem, was Ihr Arzt für Sie ausgesucht hat. Das heißt, Sie benötigen eine innere Bereitschaft dazu, das auch zu tun, was nun ansteht. Und genau diese innere Bereitschaft, die stellt dann auch eine Grundvoraussetzung dafür dar, dass natürlich überhaupt zu einem Heilerfolg kommen kann. Wenn Sie nichts tun, wird auch nichts passieren. Und entsprechend dem kann man dann auch sagen, dass eben dieses Konstantbleiben, oder das Treubleiben zu einer Behandlungsmethode, das Treubleiben zu dem, was Ihr Arzt Ihnen empfohlen hat, eben auch diese Grundvoraussetzung gebärt. Und das genau, diese Treue ist eigentlich das, über was wir reden, nämlich die Compliance. Compliance, meine Damen und Herren, hat ganz verschiedene Facetten, ist bedeutsam in verschiedener Hinsicht. Und Sie sehen, neben dem Vertrauen sind auch noch andere Dinge sehr wichtig. Natürlich wollen Sie auch etwas spüren, Sie wollen einen Therapieerfolg bemerken. Sie wollen natürlich auch den Aufwand, den Sie für die Behandlung leisten müssen, irgendwo gering halten. Sie haben ja auch am Tag noch was anderes vor. Und Sie müssen vor allen Dingen, um zu Ihrer Behandlung stehen zu können, die Sache auch verstehen. Und Verständnis für die Behandlung zu haben, die ist wichtig, denn die verstärkt auch das, was Sie in diesen einzelnen Umgehen mit der Krankheit und mit der Behandlung tun müssen. Sie müssen ja eine ganze Menge Sachen auch aufbringen, das wird von Ihnen ja auch viel abverlangt. Sie müssen Medikamente einnehmen, Sie sollen auch Empfehlungen für Ihren Tagesablauf einhalten, Schadstoffe vermeiden, sei es das leidige Nikotin, sei es andere Schadstoffe am Beruf. Sie sollen Empfehlungen umsetzen, die wir Ihnen therapeutisch mitgeben. Sie sollen auch zu den Terminen wieder erscheinen, wo wir auch den Erfolg der Behandlung messen wollen. Das heißt also, diese Verhaltensweisen, die man so kurz einstufen kann mit Einhaltung, Erfüllung, Befolgung, ja, das geht natürlich dann besonders, wenn Sie das Verständnis für die Sache haben, ansonsten wird das im Sand alles verlaufen. Und insofern haben wir es natürlich damit zu tun, dass es halt günstige Faktoren gibt, die Ihnen all das erleichtern, diese Therapietreue. Und zu diesen günstigen Faktoren zählt das Wissen. Und Sie haben ja in den letzten Jahren ja vielleicht beobachten können, und das ist ja auch der Gegenstand zum Beispiel dieses Internetauftritts von Ihrer Selbsthilfegruppe, dass Wissen ganz bedeutsam ist, um wiederum Verstehen voranzubringen und damit auch einfach
ein positives Verhältnis zu entwickeln zu all dem, was sie leisten sollen. Also das Wissen, das bereitet den Boden dafür, dass man bereit ist, eine Therapie wahrzunehmen. Und natürlich ist es auch sehr wichtig, der Erfolg, ja, denn wenn Sie diesen Behandlungserfolg nicht auch irgendeinem gewissen vernünftigen Zeitfenster erleben und die Therapiewirkung wahrnehmen können, ist das natürlich auch etwas, was Ihnen das Leben schwer macht und auch die Konsequenz des Handelns, des Therapierens. Ja, und dann ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung die leichte Durchführbarkeit der Behandlung. Also wir können Ihnen nicht Behandlungsmaßnahmen anbieten, die ein halbes Studium erfordern, sondern es muss für jeden einfach sein. Und natürlich ist auch unser besonderer Anspruch an Sie, dass Sie selten zu uns in die Klinik kommen müssen, dass Sie also wenig Exazerbationen haben, dass wenn Sie da sind, dass wir schauen, dass wir kurz und effektiv Sie behandeln können, sodass Sie rasch auch wieder zurückgehen können in Ihre Familien, in Ihr häusliches Umfeld und natürlich, dass Sie zufrieden gehen. Ja, die Zufriedenheit mit uns, die Zufriedenheit mit der Behandlung, das knüpft ein Band zwischen uns. Und das ist das Band, das letztlich auch als Compliance bezeichnet werden kann. Und das interessiert uns sehr wohl, wie das bei Ihnen geht mit der Behandlung. Und es werden dafür sehr wohl auch Studien gemacht, die genau mit der Frage zu tun haben, wie zufrieden sind Sie denn oder waren Sie denn mit dem und dem und dem. Und das sehen Sie mal zum Beispiel so aus einer Studie, so einige Fragen, die, denke ich, sehr nah aus Ihrem alltäglichen Leben gegriffen sind, wie Sie mit zum Beispiel der Inhalation mit dem einen oder mit dem anderen Behandlungssystem zufrieden waren, wie Sie das Gefühl hatten, dass diese Inhalation Ihre Lunge erreicht und so einige andere Fragen mehr, die Sie hier lesen können. Und die konnten Sie dann eben mit unterschiedlichen Noten versehen. Und das ist das, was sich hier in dieser Abbildung widerspiegelt, wo man durchaus sehen kann, da kann sehr wohl der eine Inhalator für Sie zum Beispiel der angenehmere sein als der andere, weil Sie besser mit zurechtkommen und weil Sie eben diese Zielpunkte, die da abgefragt worden sind, einfach leichter erreichen können. Das heißt, uns interessiert sehr wohl, wie das bei Ihnen zu Hause funktioniert und wie Sie zufrieden sind. Wir wollen ein partnerschaftliches Verhältnis haben zu Ihnen. Wir wollen das gemeinsam betreiben, diesen Behandlungsablauf und eine gemeinsame Entscheidung finden. Wir wollen Sie motivieren zu dieser doch oft sehr anstrengenden Therapie, die Sie benötigen. Und mit dieser Verbesserung der Kommunikation ist es dann natürlich ein sehr gerader Weg hin, dann auch zum Erfolg, den wir zwischeneinander ja dann auch sehen können. Und in dieser Kommunikation, die wir ja in all unseren Besuchen, die wir dann von Ihnen abgestattet bekommen, in dieser Kommunikation ist es natürlich wichtig, dass wir irgendwie auch den richtigen Ton im Gespräch bilden. Der richtige Ton macht die Musik und wir müssen schauen, dass wir Sie verstehen, dass wir auch mit unserer Sprache, der Herr Teschler hat es ja schon gesagt, heute ist der Tag der deutschen Sprache hier auch, wir wollen möglichst wenig ausländische Worte benutzen, die man dann eigentlich nur wieder nickend kommentiert, ohne eigentlich zu wissen, was war jetzt da gemeint. Nein, wir wollen mit Ihnen auch klare Sprache reden, wir wollen Ihnen einfache Handlungsanweisungen geben, aber wir wollen auch nicht apodiktisch dann sagen, das gibt es nur, sondern wir wollen Ihnen auch ein Spektrum an Möglichkeiten anbieten und mit Ihnen dann diskutieren, was ist für Ihre spezielle Situation das Richtige. Sachinformation, das ist es, was Sie haben wollen und das, was Sie auch aus Ihrer Internetseite bekommen und aus den vielen Publikationen, vielen Zeitungen, die Sie ja auch zugeschickt bekommen, nehme ich mal an. Ja, Sachinformation ist wichtig, nicht Drohungen und Angstgebärden, die man Ihnen macht, was alles passieren kann. Ja, wir wollen Ihnen helfen und Ihnen die Hand reichen, wir wollen Sie ermutigen und wir wollen Ihnen positive Beispiele zeigen von den Menschen auch, die das genauso geschafft haben und die wir Ihnen einfach als verstärkendes Beispiel, dass auch Sie es schaffen werden, zeigen wollen. Es gibt natürlich auch andere Faktoren, die Compliance fördern. Ja, und einer dieser Faktoren ist Ihr Leidensdruck. Und das wissen Sie selbst. Wenn es Ihnen schlecht geht, wenn Sie einen Rückfall haben, eine Exazerbation haben, dann ist man natürlich für Neues und auch für Behandlungsschritte, wo man erst noch reserviert war, offener. Insofern ist der Leidensdruck auch ein Punkt, den wir Ärzte ausnutzen müssen, um an Sie heranzukommen und mit Ihnen vielleicht neue Wege zu diskutieren.
Über die Wissensbildung haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Die Patientenschulung ist da ein sehr wichtiger Punkt, den wir ja mit unseren Patientenschulungsprogrammen ja auch in den DMP-Programmen implementiert haben. Und auch das Beüben von Hilfsmitteln, ja, von Inhalatoren, von Inhalationssystemen oder von eben Beatmungssystemen ist enorm wichtig. Wir sollten es ihnen leicht machen, auch die mitgegebenen Dinge, die mitgegebenen Ratschläge ihnen ins Gedächtnis immer wieder zu rufen, kurze Listen zu geben, auf welche Punkte sie zu achten haben. Aber wir sollten vor allen Dingen Sie auch immer wieder fragen danach, ja, ob Schwierigkeiten auftreten in der Behandlung, ja, dass man nicht vergisst, nach allen guten Empfehlungen auch überhaupt zu erfahren, ob es denn problemlos in der Behandlungsvorgehensweise bei Ihnen funktioniert oder ob man vielleicht einen ganz anderen Weg einschlagen soll. Und hier ist noch ein ganz wichtiger Punkt gegeben: Ihre Familie, Ihre Umgebung, diejenigen, die Sie stützen in Ihrem Alltag, die sollten wir natürlich auf jeden Fall auch irgendwann einmal kennenlernen und mit Ihnen zusammen vielleicht auch die flankierenden Maßnahmen besprechen, denn sie stehen Ihnen ja jeden Tag zur Seite. Und des Weiteren ist natürlich, um nochmal auch etwas auf die Medikation zu sprechen zu kommen, ist natürlich die individuelle Behandlung das Wichtige. Es gibt keinen Plan, der für Sie, wie Sie hier sitzen, alle gilt, sondern jeder von Ihnen hat sein eigenes, ihm zugeschneidertes Behandlungskonzept. Er braucht vielleicht ein anderes Inhalationssystem als sein Nachbar. Er wird oder es ist sicherlich wichtig, dass wir in diesem persönlichen, individuellen Konzept auch schauen, dass wir Medikamente zusammenfassen, dass wir möglichst wenig Substanzen sie konfrontieren müssen und dass wir es auch nicht sehr häufig zur Anwendung bringen müssen und dadurch auch das Vergessen verringert wird. Und da gibt es eine ganze Reihe von Studien, wo das auch eben untersucht worden ist, wo wir dann auch sehen, zum Beispiel auf die Frage, in welchen Inhalator würden Sie bevorzugen, wenn Sie die freie Wahl hätten. Also Sie sehen sehr wohl, es lohnt sich, mit dem Patienten sich hinzusetzen und es lohnt sich, ihn auch mal mit unterschiedlichen Systemen auszustatten, damit er sich überhaupt mal eine Meinung bilden kann. Und hier ist eigentlich ja auch das, was naheliegend ist, mal bei Kindern, bei kindlichen Asthmatikern untersucht worden, wie wenden die unterschiedliche Medikamente an. Solche, wo kein Bronchialerweiterer dabei ist, die werden natürlich am wenigsten gerne genommen, weil man die Wirkung am wenigsten direkt spürt. Aber wenn man das dann dazu gibt und man gibt es in zwei Inhalatoren, dann ist das weniger gerne genommen, wie wenn das in einem Inhalatorsystem appliziert wird. Das heißt also, je einfacher wir Ihnen die Behandlung machen, umso leichter wird es auch für Sie, sie dann auch durchzuführen. Und das gilt natürlich kein bisschen anders auch für Medikamente, die eine möglichst lange Wirksamkeit aufweisen. Und Sie können sich ja sicher noch gut erinnern an die Jahre vor 10, 15 Jahren, als all unsere Atemwegstherapeutika inhalativer Natur viermal am Tag angewendet werden mussten. Da haben wir es heute natürlich schon wesentlich einfacher. Und das ist hier eine Arbeit, die ich Ihnen da gerade zeige, wo die Therapietreue bei COPD-Patienten nach einem Jahr, nachdem die Medikation eingesetzt worden ist, gemessen wurde. Und da können Sie auch hier eine klare Antwort auf diese Frage natürlich hören. Wie wichtig ist es, retardierte, sagen wir dazu, also langwirksame Medikamente auf den Markt zu bekommen und mit denen Sie dann auch auszustatten. Also es ist immer wichtig für uns danach zu achten, darauf zu achten, dass es einfach ist für Sie, dass es komfortabel ist, die Medikamente und auch die anderen inhalativen Behandlungsverfahren oder auch Beatmungsverfahren, dass die einfach und komfortabel für Sie anzuwenden sind. Wir müssen natürlich immer wieder nach den Nebenwirkungen fragen, denn sonst schwenken Sie irgendwann mal ganz unbemerkt ab, wenn Ihnen die Nebenwirkungen zu groß wurden und keiner hat mit Ihnen drüber gesprochen. Und dann ist es natürlich auch für Sie sehr wichtig, möglichst mit wenig Zusatzkosten belastet zu werden. Und wir müssen auch in unseren Medikamentenverordnungen schauen, dass das dann für Sie auch die Realität ist. Eine Gefahr für die Compliance ist,
ist oder auch eine große Schwierigkeit für uns, Compliance zu Ihnen herzustellen, ist, wenn Sie es gar nicht wollen. Wenn Sie eigentlich widerwillig zu uns kommen, eigentlich nur kommen, weil der Hausarzt es gesagt hat und Sie keinen Sinn in der Sache sehen. Sie müssen bereit sein, Sie müssen offen sein für das, was wir Ihnen vorschlagen. Sie müssen also einen Behandlungswunsch haben. Fehlt der, dann ist die Compliance auch schwierig herzustellen. Genauso wenig wie wenn der Erfolg ausbleibt oder Sie entweder durch andere Betroffene schlechte Erfahrungen mitgeteilt bekommen haben oder sie vielleicht selbst gemacht haben, häufige Rückfälle und diese Dinge, die ich Ihnen hier unten aufgeschrieben habe, all diese Punkte, die kommen natürlich alle als ungünstige Faktoren dazu und über die müssen wir einfach auch immer wieder reden. Also wenn von diesen Punkten bei Ihnen irgendetwas auftritt, besprechen Sie das bitte mit uns, dass wir Ihnen diese Hilfe vielleicht auch zukommen lassen können, hier einiges abzubauen, dann machen Sie auch alles ein Stück weit, in Anführungszeichen, lieber und Sie sind dadurch auch näher an dem Therapieerfolg dran, als wenn Sie abschwenken, abbiegen. Kleines Problem haben wir natürlich auch, viele von Ihnen sind älter und wir wissen, im zunehmenden Alter können wir manche Dinge halt nicht mehr ganz so gut und das betrifft natürlich die Merkfähigkeit. All das, was wir vielleicht vor 2 Monaten besprochen haben, kann schon wieder etwas verdünnt sein. Das heißt, wir müssen gerade bei älteren Menschen, bei Ihnen müssen wir müssen immer darauf achten, auch dass wir das wiederholen, was wir vielleicht schon das letzte Mal sagten. Auch die Sehkraft ist ein Problem. Sie können viele kleine Dinge vielleicht auf Ihrem Inhalator nicht mehr richtig erkennen, wann er leer ist zum Beispiel. Ja? Oder auch das eingeschränkte Hörvermögen. Also unterschiedliche Punkte, die hier zu sehen sind, schränken natürlich auch unseren oder auch ihre Therapietreue ein Stück weit ein und auch ältere Menschen sind halt öfters auch mal ein bisschen eigenwilliger und mögen das halt nicht so gerne hören, was man ihnen empfiehlt. Auch da muss man als Arzt darauf achten, dass man da vielleicht ein paar Minuten länger drauf einwirken muss. Und dass das lohnt, wirklich compliant zu sein, therapietreu zu sein, das ist zum Beispiel eine ganz aktuell erschienene Studie von Patienten jetzt aus der Kardiologie, die Fettsenker eingenommen haben und die das mit entweder einer hohen oder einer mittleren oder niedrigen Compliance getan haben. Und man hat dann geguckt, wie konnten die dann vor Herzinfarkt geschützt werden. Und dann hat man gesehen, dass die Patienten mit einer guten Compliance über ein Viertel weniger Sterblichkeit aufgewiesen haben als die mit schlechter. Ich hätte Ihnen gerne eine solche Studie jetzt für die Pneumologie gezeigt, da habe ich jetzt keine finden können, müssen wir sicherlich auch einmal betreiben, aber ich glaube, das kann man ohne großes Problem relativ 1:1 übersetzen, auch auf das pneumologische Fachgebiet. Und so kann ich dann langsam zusammenfassen und habe Ihnen hier nochmal Compliance-Probleme aufgeführt und was wir dagegen tun können. Also das heißt, haben wir einen Mangel in der Krankheitswahrnehmung, dann müssen wir eben so ein Wahrnehmungstraining machen. Wir müssen Ihnen einfach auch lernen, auf welche Punkte Sie zu achten haben. Informationsdefizite ist das klare Thema für die Patientenschulung, das muss da betrieben werden. Die fehlende Krankheitseinsicht, wenn wir das merken im Gespräch, dann müssen wir unbedingt die Angehörigen zuziehen, dass die mithelfen und Tag für Tag immer wieder auf die gleiche Kante schlagen und immer wieder sagen, hast du schon und denk doch dran und so weiter. Also das können wir als Ärzte natürlich mit nur wesentlich geringerer Intensität wie die Angehörigen, die müssen da fest eingebunden werden. Und wenn der Patient zweifelt an der Behandlung und an dem Ganzen, was wir ihm vorschlagen, auch dann muss man wiederum sagen, da ist es dann wichtig, aufklären, schulen, Selbstkontrolltechniken und das immer und immer wieder. Da darf man einfach auch nicht verzweifeln. Und und wenn kein Zutrauen zur Selbsthilfe da ist, dann braucht man einfach die Selbsthilfegruppe und das zu dieser Selbsthilfegruppe eben auch Helfer noch oft notwendig sind. Das finde ich ganz interessant. Das hat sich jetzt auch niedergeschlagen in einem neuen Beruf, in einer neuen Berufsgruppe. Es gibt jetzt also neuerdings auch die Berufsausbildung eines Compliance-Assistenten, der eigentlich für Praxen, für Krankenhäuser gedacht ist. Und genau diese Assistenten sollen dann auch noch mal weiterhelfen, in dem manchmal vielleicht etwas zeitlich zu knapp kommenden Fenster in der Praxis Ihnen noch mal hier sie einzubinden in die Behandlung.
Führung, sie im Selbstmanagement zu trainieren, ihnen verschiedene Dinge zu erklären, von der Diagnose bis zur Medikation, den Therapieplan mit ihnen nochmal abzustimmen, Nebenwirkungen abzufragen, Fragen von ihnen zu beantworten und natürlich auch zu dokumentieren, wo stehen wir jetzt eigentlich, wie hat sich's verschlechtert oder verbessert. All das ist sehr wichtig. Also Compliance ist eine ganz wichtige Geschichte und an der müssen wir beide Seiten, müssen wir da sehr intensiv immer dran arbeiten. Und dass ein Beispiel sehr guter Compliance zum Beispiel hier Ihre Selbsthilfegruppe ist, das sieht man allein mal daran, dass jetzt fast schon 1 Million Besucher diese Seite aufgeschlagen haben. Und ich denke, das würde auch keiner tun, wenn nicht auch zwischen Ihnen und Ihrer Gruppe eine wirklich, denke ich, sehr intensive und sehr gute Treue besteht und die sollten Sie unbedingt auch weiter beibehalten. Ich denke, das ist sehr wichtig und Sie sind auf einem sehr guten Weg und ich danke Ihnen auch sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.